So, meine Damen und Herren, guten Morgen. Dritte Vorlesung, diskrete Strukturen. In der ersten Vorlesung habe ich Ihnen gesagt, dass wir hauptsächlich über Begriffe reden werden, die mehr oder weniger brauchbar sind, hoffentlich mehr brauchbar und nicht weniger. In der zweiten Vorlesung habe ich dann schon den ersten ganz zentralen und wichtigen Begriff angesprochen, den Begriff der Funktion, und dargestellt, dass dieser Begriff weiter aufzufassen ist, weiter gefasst werden muss, als er typischerweise in der Schule vermittelt wird. Funktion ist im mathematischen Sinn nicht etwas, was unbedingt irgendwie ausrechenbar ist nach einer bestimmten Vorschrift, sondern eine Funktion ist im Prinzip eine Wertetabelle, die eventuell dann unendlich lang sein kann, wenn der Definitionsbereich unendlich groß ist. Aber so sollte man sich es eher vorstellen, als eine Funktion ist eine Menge von Paaren mit zwei wesentlichen Einschränkungen, nämlich erstens, dass es zu jedem Punkt des Definitionsbereichs mindestens einen Partner im Wertebereich gibt, sodass das entsprechende Paar zur Funktion gehört. Und die zweite Einschränkung ist, so ähnlich, aber eben komplementär dazu, dass es zu jedem Punkt des Differenzi zu jedem Element des Definitionsbereichs, was habe ich vorher gesagt, mindestens, dann ist es jetzt höchstens, einen Partner im Wertebereich gibt, sodass das entsprechende Paar zur Funktion gehört. Und wenn man Funktionen dann aufmalt, so als Graph, dann kommt eben so ein Bild vielleicht raus, wenn man eine Funktion von R nach R hat. Wobei das Wesentliche ist, dass wenn Sie eine senkrechte Linie irgendwo an irgendeiner Stelle machen, dann schneidet die den Funktionsgraph genau einmal. Das ist das Wesentliche. Und es ändert sich auch nicht, wenn Sie andere Funktionen haben. Sagen wir eine Funktion von einer Menge a, die hier a1, a2, a3 irgendwelche Elemente hat, in b, also a nach b, das hier wäre r nach r, a nach b und das hat hier dann b1, b2, b3 und so weiter. Diese Punkte, aus denen hier der Funktionsgraph besteht, die so zahlreich sind, dass sie zu einer geschlossenen Kurve werden. Das sind hier, wenn man es diskret betrachtet, eben nur isolierte Punkte. Und es könnte dann zum Beispiel sein, dass a1 auf b2 abgebildet wird und a2 auf b1 und a3 auch auf b1 zum Beispiel. Das wäre eine Funktion. Und auch hier ist es so, wenn Sie eine senkrechte Linie zeichnen, ist es egal, an welcher Stelle Sie das machen. Sie finden auf jeder senkrechten Linie genau einen Punkt des Funktionsgraphen, nämlich hier, hier und hier. Und ob es eine Formel gibt, mit der Sie die Funktion und das Verhalten des Funktion, der Funktion beschreiben können, das ist unerheblich. Ist nützlich, wenn man das hat, und dann ist es auch schön und dann kann man viel leichter irgendwelche Aussagen über die Funktion treffen oder kann Programme schreiben, die die Funktion ausrechnet. Aber wenn man das nicht hat, dann handelt es sich trotzdem um eine Funktion. Also die Existenz eines mathematischen Ausdrucks für die Funktion ist nicht wesentlich dafür, dass es sich um eine Funktion handelt. Und dann hatten wir als nächstes noch Begriffe, mit denen man Funktionen ein bisschen klassifizieren kann, strukturell unterscheiden, die einen Funktionen von den anderen. Und das geht mit waagerechten Strichen. Also da gab es den Begriff der Injektivität und den Begriff der Surjektivität. Und hier haben wir in den beiden Beispielen, handelt es sich um Funktionen, die weder injektiv noch surjektiv sind. Beachten Sie dabei, dass injektiv und surjektiv zwei ganz voneinander unabhängige Begriffe sind. Es ist nicht so, dass das eine das Gegenteil vom anderen ist. Es ist irgendwie ein Gegenstück oder die ergänzen sich zu was, aber es ist nicht so, dass wenn das eine stimmt, dann stimmt das andere nicht oder so. Das ist falsch, sondern es kommen alle vier Kombinationen vor. Schauen wir uns halt für alle Kombinationen mal ein Beispiel an. Sagen wir hier. Hier oben ist injektiv
Ja, nein. Und auf der Seite haben wir Subjektiv. Subjektiv, ja, nein. So, und wie würde das dann jetzt aussehen? Also was heißt denn Injektiv nochmal? Also nochmal das Subjektiv, da habe ich mehr Platz. Subjektiv heißt im Funktionsgraphen, wenn wir uns vielleicht uns ums uns uns um ums besser uns zu merken, machen wir es vielleicht doch irgendwie mit reellen Funktionen. So. So eine Funktion ist surjektiv, wenn jede horizontale Linie den Funktionsgraphen an mindestens einer Stelle schneidet. Also hier die wäre nicht surjektiv, also kommt natürlich darauf an, wie das da weitergeht. Wenn die da so weiter runter geht, dann geht es doch wieder. Aber es muss eben jetzt jeder Punkt, also egal wo sie die horizontale Linie platzieren, es gibt mindestens einen Treffer immer. Dann ist es surjektiv. Also das wäre surjektiv, ja. Und injektiv, bei injektiv ist so, da kommt es darauf an, dass jede horizontale Linie den Funktionsgraphen höchstens einmal schneidet. Also diese hier wäre nicht injektiv. Ist nicht injektiv, denn wenn ich hier so eine Linie reinlege, dann trifft die das da, da und da. Das ist mehr als einmal. Ob die das hier trifft es einmal, das ist okay. Hier trifft es gar nicht, das ist auch okay für injektiv. Aber hier trifft es dreimal, und das ist nicht erlaubt. Also, wie würde das aussehen? Eine Funktion, die sowohl injektiv als auch surjektiv ist, na, die könnte zum Beispiel, naja, die hat nicht so viel Spielraum, die könnte zum Beispiel so aussehen. So irgendwie, so. Da kann ich jetzt irgendeine horizontale Linie einbauen und die trifft den Funktionsgraphen exakt einmal. Also mindestens einmal und höchstens einmal. Und da haben wir auch gesehen, wenn es sowohl injektiv ist als auch surjektiv, dann wird es bijektiv. Und bijektiv haben wir dann einen Satz gehabt. Der Satz sagte, bijektiv ist dasselbe wie, dass eine Umkehrfunktion existiert. Und Umkehrfunktion, da kriegen Sie den Graphen, wenn Sie den Graphen der ursprünglichen Funktion an der Diagonale spiegeln. So, eine Funktion, die nicht injektiv ist, aber trotzdem surjektiv, die würde zum Beispiel so aussehen. So. Ja, also die würde jedes Element treffen, weil es soll ja surjektiv sein, aber manche eben mehrfach und dann ist sie eben aber nicht injektiv. Okay, und dann eine Funktion, die nicht surjektiv ist, aber trotzdem injektiv. Okay, da könnten wir vielleicht sowas machen. Ja, die E-Funktion hat man, glaube ich, im Skriptum. So, die geht da so hoch. Da wird bei jeder horizontalen Linie höchstens einmal getroffen, manchmal auch gar nicht, im unteren Bereich gar nicht. Das ist aber okay, für injektiv kein Problem. Surjektiv ist sie aber aus diesem Grund dann nicht. Naja, okay, und eine, die weder injektiv noch surjektiv ist, dann nehmen wir zum Beispiel die hier. Die ist weder injektiv noch surjektiv. Okay, aber da haben wir gesagt, wir wollen nicht immer nur über Funktionen von Zahlen reden. Hier ist eine andere Funktion. Und zwar hat ein Kollege von mir zum Beispiel sich einen Kompressionsalgorithmus ausgedacht. Und das geht so. Er hat sich gedacht, Omega ist ein Alphabet. Und das soll eine Kompressionsfunktion sein. Also wollen eine Funktion, wir wollen eine
Funktion machen, also ein Alphabet. Das kann zum Beispiel das Alphabet sein, das nur 0 und 1 enthält. Dann haben wir also Binärdateien. Jedes Wort wäre eine Binärdatei, ist eine Kette von Nullen und Einsen. Und wir wollen jetzt eine Funktion konstruieren, die so eine Binärdatei nimmt und eine kleinere als Ergebnis zurückliefert. Und der Kollege hat vorgeschlagen, dass man diese Funktion hier nimmt, f, die sagt, f von Omega ist gleich das leere Wort für alle Omega aus, für alle Wörter Omega. Das ist optimal, also positiv, das optimale Kompression. Weil die komprimierte Datei, die hat 0 Byte, noch kleiner geht nicht. Das ist das Beste, was Sie erreichen können. Sie haben eine beliebig große Datei als Input genommen und in den Kompressionsalgorithmus reingeworfen und am Ende kam eine 0 Byte große Datei raus. Das ist optimal. Bessere Kompression geht nicht. Das Negative ist, der Kollege hat noch keinen Entpackungsalgorithmus gefunden. Wie man dekomprimiert. Das müssen Sie ja auch. Sie müssen ja die Datei auch wieder entpacken. Und das geht nicht. Das Problem ist, das ist nicht nur nicht bekannt, sondern offensichtlicherweise geht das gar nicht. Aber wie würden wir das ausdrücken mit unserer Terminologie? Wie würden wir dem Kollegen das mitteilen, dass er da Schwierigkeiten hat? Also die Lage ist noch viel schlimmer. Dekomprimieren ist unmöglich. Für dieses F. Unmöglich. Aber warum? Im ersten Schuss würde man vielleicht sagen, weil das F nicht bijektiv ist. Denn eine Dekomprimierungsfunktion wäre ja irgendwie eine Umkehrfunktion von dem F. Und Umkehrfunktion kann es nur existieren oder die existiert genau dann, wenn das f bijektiv ist. Also schreiben wir hin, weil f nicht bijektiv ist. Das ist aber jetzt noch kein Grund, weil also dekomprimieren ist unmöglich. Ich habe im Prinzip jetzt hingeschrieben, dekomprimieren ist unmöglich, weil dekomprimieren unmöglich ist. Weil das F nicht die bijektiv ist, ist genau die gleiche Aussage, wie dass es keine Umkehrfunktion gibt. Also warum gibt es das nicht? Dann machen wir da noch eine Begründung für die Begründung. Also weil F, sagen wir, was brauchen wir, dass es nicht injektiv ist. Und zwar, warum ist es nicht injektiv? Und das kann ich jetzt ganz, ganz genau hinschreiben. Denn zum Beispiel gilt f von a gleich f von b, obwohl a ungleich b gilt. Also wenn a und b zwei Buchstaben aus dem Alphabet. Zwei verschiedene Buchstaben des Alphabets sind. Injektivität, Sie erinnern sich, in der Definition war genau die Bedingung, dass gleiche Funktionswerte immer nur aus gleichen Argumenten herkommen können. Das ist ja das genau das als formale Bedingung gesagt, was sonst mit den horizontalen Linien anders ausgedrückt wird. Hier hätten wir eine horizontale Linie durch f von a und die enthält aber, die sagt dann, ja, also ich kann es nicht aufmalen, weil es jetzt um Wörter geht, und man kann sich vorstellen, es ist genau das Gleiche. Wir haben hier ein A und ein B, das entspricht verschiedenen Punkten auf der X-Achse, und die werden aber auf den gleichen Punkt, auf die gleiche Höhe der Y-Achse abgebildet, nämlich auf die Höhe, die
dem leeren Wort entspricht. Es ist eine konstante Funktion, die mappt alles auf das leere Wort. Also der Funktionsgraph, wenn ich es doch irgendwie zwanghaft aufschreiben würde, würde irgendwie so aussehen. Müssen Sie sich jetzt nur vorstellen, dass das hier nicht die reellen Zahlen sind, sondern dass da sind irgendwie alle Wörter aufgelistet in einer bestimmten Reihenfolge. Und hier sind auch alle Wörter aufgelistet. Nochmal Kopie von Omega Stern. Und an der Stelle ist das leere Wort aufgelistet. Und wenn man das so dann aufschreibt, dann ist das der Funktionsgraph. Das ist f, der sagt, ja, dieses a wird auf Epsilon abgebildet, dieses b wird auf Epsilon abgebildet und dieses a, b, b, a, q, r, s, t wird auch auf Epsilon abgebildet. Die Funktion ist nicht injektiv. Also das ist jetzt wirklich ein klares Gegenargument. Es ist tatsächlich nicht injektiv, weil da die Bedingung verletzt ist. Naja gut, aber wenn sie nicht injektiv ist, dann ist sie auch nicht bijektiv und wenn sie nicht bijektiv ist, dann gibt es keine Umkehrfunktion. Wenn sie injektiv wäre, also wäre f, angenommen jetzt kommt der Kollege auf eine bessere Funktion und sagt, ja, ich ändere das irgendwie und hier ist jetzt ein injektives f, also wäre f injektiv. Dann würde das reichen. Ja, zumindest prinzipiell. Genügen für die Existenz einer nicht einer Umkehrfunktion, aber einer Dekomprimierungsfunktion. Selbst wenn f nicht surjektiv sein sollte. Warum? Warum? Ich habe ja vorher gesagt, letztes Mal habe ich gesagt, eine Umkehrfunktion existiert genau dann, wenn f bijektiv ist. Und jetzt sage ich, es reicht, wenn es injektiv ist, surjektiv muss nicht unbedingt. Ja, der Widerspruch löst sich dadurch auf, dass eine Dekomprimierungsfunktion nicht unbedingt eine Umkehrfunktion ist. Es genügt mir, dass ich für jeden Output den Input rekonstruieren kann. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also man kann sich vorstellen, sagen wir D, also ja, sagen wir D, Omega, Stern nach Omega, ja, oder sagen wir Omega vereinigt Bottom. Wir könnten die Funktion so wählen, mit D von Omega gleich dieses Fehlermeldungssymbol, falls es gibt kein Chi in Omega Stern mit F von Chi gleich Omega und ansonsten Chi mit F von Chi gleich Omega, falls es so ein Chi gibt. Okay, das müssen wir noch langsam angucken. Also wie ist es zu verstehen? Dieses D soll jetzt eine Dekomprimierungsfunktion sein. Das F ist die Komprimierungsfunktion. Das D ist die Dekomprimierungsfunktion. Und die gibt irgendwie, die sagt, die lasse ich zum Entpacken auf das gepackte File drauf los. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sagt, das ist kein gepacktes File, sondern das ist irgendwas
irgendein anderes File, dann gibt es ja eine Fehlermeldung aus. Das wäre das hier. Das steht also hier. Hier steht, falls es keinen Ursprung gibt, sodass, wenn ich das Ding packe, dieses Omega rauskommt. Dieses Omega. Also das heißt, falls dieses Omega nicht das Ergebnis von einer Verpackung von irgendwas ist, gewesen ist oder sein kann. Und falls es das doch gewesen ist, also falls es doch irgendein Chi gibt, irgendein Wort, was, wenn ich es packe, das Omega liefert, dann liefere ich so ein Chi zurück. So, und warum ist das eine Funktion? D eine Funktion. Naja, was muss es erfüllen? Es muss für jeden Input genau einen eindeutig bestimmten Output haben. Okay. So, jetzt hat es für jeden Input einen Output. Und zwar haben wir hier durch dieses Fehlermeldungssymbol, haben wir die Subjektivität repariert, die eventuell gefehlt hat. Also falls jedes Wort als Ergebnis vorkommen würde, ja, dann würde dieser Fall halt einfach gar nicht eintreten, weil dann existiert halt für jedes Omega so ein Chi. Das ist die Bedingung der Subjektivität. Und wenn ich hier aber eins nicht habe, na, dann gebe ich halt einfach immer das aus. Also das heißt, die erste Bedingung ist, für jedes Omega in Omega ist D von Omega erklärt. Also gibt es, sagen wir, es ein Chi in Omega Stern mit D von Omega gleich Chi. Gibt es, und zwar sagen wir hier, meinen wir dann hier mindestens ein so ein Chi. Das ist erklärt. So, und das zweite ist, wir müssen auch noch zeigen, es gibt dann höchstens ein, und das ist kritisch beim zweiten, weil hier gehen wir halt einfach immer den aus, das ist okay, aber hier könnte es sein, dass es da zwei verschiedene Chis gibt, die beide das gleiche Omega liefern, und dann ist hier die Frage, naja, welches meine ich denn dann? Meine ich da montags das eine und dienstags das andere? Oder kann ich irgendwie gewährleisten, ist diese Funktion D, ist die wohl definiert? Kann ich gewährleisten, dass da, wenn das wer anders programmiert, auch wieder das gleiche Ergebnis rauskommt? Und zwar, das ist dann die Frage, die hier mit dem höchstens zusammenhängt. Für jedes Omega in Omega Stern gibt es höchstens ein Chi in Omega Stern mit D Omega gleich Chi. Und hier, da geht dann die Injektivität von dem F ein, weil F nach Annahme injektiv ist. Und denn das bedeutet, dass wenn ich zwei mögliche Outputs habe, die das gleiche Omega liefern, ja, dann sind die eben gleich. Das ist die Bedingung von der Injektivität. Okay? Also dafür braucht man das. Wir haben jetzt eigentlich in Wirklichkeit nicht über Kompression geredet, natürlich, weil dazu müssten wir jetzt auch noch sagen, wird das kleiner und wie oft wird das kleiner und was kann ich erwarten, kann das manchmal größer werden und so. Darauf kommt es aber jetzt gar nicht an, sondern das Ziel von diesem Beispiel war, die Begriffe und das Arbeiten mit den Begriffen zu üben. Denn Sie sehen, wenn Sie damit so einem Kollegen, der etwas verwirrt, da irgendeinen Blödsinn sich überlegt hat, wenn Sie mit dem diskutieren wollen und dem erklären wollen, wo sein Denkfehler ist, dann tun Sie sich viel leichter, wenn Sie solche Begriffe wie Injektivität und Bijektivität und Subjektivität parat haben. Vorausgesetzt, der Kollege versteht dann, was Sie ihm sagen wollen. Aber der war ja dann sicher auch in meiner Vorlesung und versteht das dann. So haben wir dann eine gemeinsame Kommunikationsbasis. Okay. Und was wir hier sehen ist, es ist eben schwierig,
bei einer Funktion, wenn ich die einfach so dahin schreibe, meistens ist halt, oder in Beispielen ist es so, also beachte nochmal, nicht immer kann man eine Funktion f von a nach b einfach durch eine Abbildungsvorschrift erklären, wie bei, ja, wenn wir sagen, f von r nach r, f von x gleich Sinus x durch Wurzel aus x Quadrat plus 1. Ja, das ist eine ganz komplizierte Funktion. Da kann man dann noch Quadrat und plus 9 dazu machen, dann wird es noch komplizierter. Aber es ist eigentlich eine sehr einfache Funktion, weil da steht hier ein sehr präziser Algorithmus, wie man aus dem x das f von x ausrechnen kann. Wenn Sie sich das hier oben anschauen, dann ist das ein bisschen anders. Also hier beschreibe ich zwar, was ich für diese Funktion d gerne als Output hätte, aber die Beschreibung ist nur so, dass sie mir erlaubt, darüber zu reden. Sie ist aber überhaupt nicht hilfreich, um irgendetwas auszurechnen. Und das kann sie aber auch nicht, weil ich weiß ja gar nichts über dieses f. Also der Kollege hat mir gesagt, ich habe mir ein neues f ausgedacht und kann zeigen, dass das injektiv ist. Aber er hat mir jetzt noch gar nicht gesagt, was das f ist. Aber trotzdem kann ich mir jetzt diese Überlegung schon durchführen, unabhängig davon, dass ich weiß, was das f ist. Und solange ich das aber nicht weiß, ist klar, ich kann dieses chi nicht wirklich ausrechnen. Ich habe mir nur aufgrund der Injektivität überlegt, dass so ein d jetzt existieren muss. Das bringt mir aber überhaupt nicht, wenn ich das jetzt nicht ausrechnen, also wenn ich das ausrechnen will, muss ich natürlich noch mehr über das f wissen. Aber bevor man anfängt, eben sich zu überlegen, wie man dieses d ausrechnet, sollte man zuerst einmal überlegen, ob das d überhaupt eine Funktion ist. Weil wenn nicht, dann rechnet man eventuell irgendetwas aus und merkt gar nicht, dass das ein Blödsinn ist. Okay, also hier müssen wir überlegen, wie kann ich denn Funktionen beschreiben? Und im einfachsten Fall ist das eben so mit einem Funktionsausdruck, wie Sie es immer in der Schule gemacht haben. Im zweiteinfachsten Fall ist es mit einer Wertetabelle, also wenn AA endlich ist und nicht zu groß, also endlich kann immer noch sehr groß sein. Dann taugt eine Wertetabelle. Die einfach sagt x, f von x. So, und hier stehen jetzt die Elemente von a, jedes genau einmal in so einer Tabelle. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, die ist irgendwo im Computer abgespeichert und hier steht dann f von a1. Und der Computer guckt dann einfach nach in der Tabelle, was ist der Funktionswert. Man kann aber auch, also wenn a zu groß ist, wenn das nicht geht, also wenn das auch nicht geht, kann man die Funktion einfach durch eine Eigenschaft beschreiben. Eine gewünschte Eigenschaft beschreiben. Zum Beispiel d Omega Stern nach Omega Stern so sei eine Funktion mit, so, und dann jetzt eine Formel mit, sagen wir, mit für alle Omega in Omega Stern gilt d von f von Omega gleich Omega. So,
Das ist ja mal jetzt eine Funktionsdefinition, die von anderer Natur ist. Die ist jetzt nicht so d von x ist gleich irgendwas, sondern die ist jetzt d von f von x ist gleich irgendwas. Da muss man sich fragen, darf man das? Ist das jetzt noch eine Funktion? Ist die Funktion durch diese Bedingung eindeutig festgelegt? Gibt es so eine Funktion? Das ist genau die Frage, die wir uns vorher gestellt haben in diesem Beispiel. Und wie sieht das allgemein aus? Unter welchen Voraussetzungen ist das eine Funktion? Naja, schreiben wir es dann doch nochmal allgemein hin, damit wir nicht zu sehr von dem Beispiel abgelenkt sind. Also betrachten wir die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen funktioniert das? Unter welchen Voraussetzungen ist, doch jetzt nochmal in dem Beispiel, wenn ich das F gegeben habe, das D dadurch definiert, dass ich sowas hier sage. Okay, aber allgemeiner, also gegeben, danke, gegeben ist eine Funktion G von A nach B und H von A nach C. Und ich will zeigen, und wir wollen eine Funktion f von B nach C mit für alle A aus A gilt f von G von A gleich H von A. Okay. Das ist die allgemeine Situation. Ich habe es jetzt genau aus dem Skript abgeschrieben, weil ich sonst sicher andere Buchstaben verwendet habe. Aber malen wir uns das auf, wie das ist. Also wir haben drei Mengen: A, B und C. Und ich habe zwei Funktionen. Eine Funktion G, die geht von A nach B. Und eine Funktion f, die geht, Entschuldigung, eine Funktion h, die geht von a nach c. So, h. Und ich will eine Funktion, ich will jetzt hier, ich will sozusagen, ja, ich will eine Verkettung machen, aber ich will hier, da was dazwischen bauen. Die hier, die, das ist gesucht, f, sodass f nach g gleich h ist. Oh, die Frage ist, gibt es das? Gibt es das? Und wenn ja, ist es eindeutig. Durch diese Bedingung hier, durch diese Bedingung da oben, damit nennen wir sie Stern, diese Bedingung, da, Stern. Und durch natürlich G und H festgelegt. Naja, dazu müssen wir uns jetzt anschauen, ob die Bedingungen aus der Definition des Funktionsbegriffs erfüllt sind. Ich habe sie jetzt schon sehr oft gesagt, ich sage sie aber noch einmal. Es muss zu jedem Input mindestens ein passender Output und höchstens ein passender Output bestehen. Okay, gut. Also schauen wir uns das an. Das eine ist, es muss zu jedem Input ein passender Output bestehen. Naja, also dann ist ja so, dass wenn das hier jetzt festlegen soll, für jeden Input von f, was der Output ist, dann sollte das g besser surjektiv sein, weil ansonsten ja hier gar nicht jedes b, jedes klein b erreicht wird. Also dieses g, das von a nach b geht, das muss hier jedes Ding treffen, damit ich hier bei dem f sagen kann, aha, ich will was aus dem hier wird, dazu gehe ich zurück zu einem a, das von dem g auf dieses Ding abgebildet wird und dann gucke ich,
was dieses A, wo das landet, wenn das H drauf angewendet wird. Und dann sage ich, das soll das Ergebnis sein. Ja? Das ist das, was hier passiert. Ich sage, wenn ich F, also okay, was wollen wir? Wenn wir F von B ist gleich was, dann ist die Idee, finde A in A mit G von A gleich B und dann setze F von B gleich H von A. Okay. So, und damit muss es ja mal so eins geben. Was, wenn es keins gibt? Also wenn ich zu einem gegebenen B kein passendes A finde, ja, dann ist doof. Weil dann legt diese Bedingung Stern nicht fest, was das F von diesem B sein soll. Dann kann ich dann sagen, entweder ist das F da undefiniert oder ich definiere das irgendwie, aber dann ist es nicht eindeutig bestimmt. Also da hängt irgendwas dann in der Luft. Schließen wir das also besser aus. Deshalb sollte man besser surjektiv sein. Denn surjektiv heißt, egal auf welches B ich das F anwenden will, ich kann immer zurückrechnen mit dem G und finde irgendein A aus A, das von dem G auf dieses gewünschte B abgebildet wird. Und dann kann ich das H drauf anwenden, kriege irgendein Element von C und kann dieses Spiel hier, diese Idee umsetzen, dieses Spiel spielen. Also das ist eine Mindestvoraussetzung. Das G muss surjektiv sein. Wenn das G nicht surjektiv ist, dann ist zumindest die Eindeutigkeit von F nicht gegeben. Und dann ist doof, weil, ja, oder dann, also dann bin ich noch nicht komplett verloren. Dann kann ich mir vielleicht so helfen wie in einem Kompressionsbeispiel, dass ich dann sage, naja, für alle anderen lege ich fest, ein bestimmtes Symbol soll bei denen der Output sein. Aber dann reicht nicht diese Formel Stern als Bedingung. Okay. Und dann muss ich aber auch noch sicherstellen, was gefährlich auch noch ist, ist, wenn ich hier zwei A's habe, die von dem G auf dasselbe B abgebildet werden. Hier. Weil da ist die Frage, was mit dem H ist. Wenn das H, also wenn ich so ein anderes Problem ist folgendes. Wenn es zu einem bestimmten B aus B zwei Elemente A1, A2 aus A gibt mit G von A1 gleich G von A2, sodass beide als Urbild in Frage kommen, dann ist das auch gefährlich. Denn welches von denen sollen wir nehmen, um f von b zu definieren? Also sollen wir sagen, f von b ist gleich h von a1 oder f von b gleich h von a2? Ja, wir müssen uns da festlegen, weil der Funktionswert von b soll ja auch eindeutig bestimmt sein. Der soll auch nicht irgendwie in der Luft hängen, sondern das f soll eine ordentliche Funktion werden. Das heißt, der Funktionswert muss eindeutig bestimmt sein. Da war hier jetzt das Problem, es gab vielleicht nicht genug. Und hier ist jetzt das Problem, es gibt zu viele. Vielleicht.
Wie können wir das ausschließen, dass es da zu viele gibt? Naja, wenn vorher Surjektivität die Antwort war von G, dann könnten wir jetzt Injektivität fordern. Gucken wir, ob das taugt. Ja, genau, Injektivität ist genau das, was wir brauchen. Denn Injektivität sagt, wenn ich zwei A's habe, deren Funktionswerte gleich sind, dann waren es nicht wirklich zwei A's, sondern dann waren die beiden A's gleich. Das ist die Injektivität. Also wenn G injektiv ist, dann kann das nicht passieren. Also wenn G injektiv ist, passiert nichts. Weil dann aus G von A1 gleich G von A2 folgt A1 gleich A2. Okay, also haben uns diese beiden Begriffe wieder gerettet. Es ist aber noch nicht, in dem Fall, das heißt aber, G muss bijektiv sein. Denn wir haben gesagt, also wenn das G nicht surjektiv ist, haben wir ein Problem und wenn das G nicht injektiv ist, haben wir auch ein Problem. Es sollte also injektiv sein und surjektiv. Ja, das heißt, dann soll es bijektiv sein. Ja, aber dann wird es langweilig. Dann gibt es aber eine Umkehrfunktion. G auf minus 1. Und wir können f g von b, g von a gleich h von a vereinfachen zu f von b gleich h von g hoch minus 1 von b. Okay, und dann habe ich aber wieder eine Funktionsdefinition von der Form f von x ist gleich irgendein Ausdruck. Ja, das ist dann wieder sowas wie ganz hier oben, wie hier. Der Punkt ist jetzt, und da wird es jetzt ein bisschen knifflig, beachte aber, Injektivität ist nicht unbedingt notwendig. Ist ein bisschen so, ist jetzt anders, aber es ist ein bisschen wie in dem Komprimierungsbeispiel, wo wir auch zuerst gedacht haben, ja, dann muss es invertierbar sein. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, nee, wenn es nur injektiv ist, dann mit der fehlenden Surjektivität, das können wir irgendwie reparieren. Und hier ist es jetzt irgendwie komplementär, so ein bisschen anders. Also ist das Gegenstück hier, sagen wir, naja, Surjektivität sollte auf jeden Fall erfüllt sein. Aber wenn Injektivität fehlt, können wir uns eventuell aus der Affäre ziehen und uns doch noch retten. Denn es reicht etwas weniger. Es genügt. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass ich hier nicht wusste, ob ich, falls es zu einem B zwei Urbilder gibt, also falls das B zweimal getroffen wird von zwei Elementen von A, so wie hier, dann wusste ich nicht, welches dieser beiden Elemente soll ich hernehmen, um dann H drauf anzuwenden und zu sagen, das Ergebnis von H von A1 oder A2, das soll der Wert von f bei b sein. Und dann haben wir gesagt, naja, da haben wir jetzt Angst, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, machen wir das g injektiv. Ja, da haben wir uns aber ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil so viel brauchen wir an das g nicht zu fordern. Wir brauchen nicht zu fordern, dass a1 gleich a2 ist. Es würde doch genügen zu fordern, dass das h von a1 gleich das h von a2 ist. Und das ist im Allgemeinen eine schwächere Bedingung.
Also, es genügt zu fordern Folgendes: Für alle a1, a2 aus A gilt, wenn g von a1 gleich g von a2 ist, dann ist auch h von a1 gleich h von a2. So, da machen wir jetzt wieder ein Bild. Was ist da die Situation? Also machen wir mal A, B hier unten, B, C. So, und wie ist das jetzt? A, das G geht von A nach B und das F, das wir machen wollen, geht von B nach C und das H geht von A nach C. Okay. Und F. So, was ist jetzt diese Bedingung? Die Bedingung sagt, wenn ich hier ein Element B habe und ich will wissen, also das ist das B und ich will wissen, F von B, ich will festsetzen oder definieren, F von B ist gleich was? Dann würde ich sagen, schau mal in A, welche Elemente es da gibt, die mir das G auf dieses B abbilden und da gibt es dann vielleicht zwei. Das ist, wenn es eins gibt, dann ist eh alles klar, aber wenn es zwei gibt, zum Beispiel hier und da, und dieses hier ist so, dass es darauf abbildet, und dieses hier ist auch so, dass es G darauf abbildet, also das ist A1, das ist A2, und hier das ist G, und das ist G, und das heißt, das hier ist dann B ist gleich G von A1 und aber auch G von A2. Dann ist das gefährlich, weil hier würde ich jetzt sagen, das F von dem B ist H von A2, also das hier ist H von A2. Und wenn ich aber sicherstellen kann, dass der hier auch da landet, dann ist, dass das also gleich ist, H von A1, dann kann ich ganz leicht sagen, naja, das F von B soll sein, F von B soll sein, H von A1, weil wenn ich das andere nehmen würde, wäre es ja dasselbe. Okay? Also falls das so ist, da den mal weg. So. Falls das so ist, dass der, dass die, dass jedes solche B zwar hier in dem A mehrere Urbilder haben kann, aber alle diese Urbilder von dem H dann wieder den gleichen Funktionswert haben, dann kann ich sagen, F von B soll sein dieser eine gleiche Funktionswert. Okay, und dann wäre das F ordentlich definiert und festgelegt. Das ist dann, ja, da sagen wir dann, das ist F von B. Boah. Okay, das ist krass. Gut, das ist krass. Das ist ziemlich unübersichtlich. Das sind ziemlich viele Variablen. Man weiß nicht so richtig. Man verliert leicht den Überblick. Wir bewahren Ruhe. Wir werden darauf zurückkommen. In der nächsten Stunde, glaube ich, werde ich Ihnen dazu ein konkretes, anschauliches Beispiel geben können. Das ist aber jetzt noch ein Tick zu früh. Aber wenn man es das zweite Mal sieht, ist es dann auch schon einfacher. Dann brauchen wir also das nächste Mal nicht zwei Hämmer auf einmal zu machen. Gut, also lassen Sie sich davon jetzt mal nicht erschrecken, sondern warten wir ab, bis wir es brauchen und dann wird es auch leichter zu verstehen sein. Stellen wir das jetzt beiseite und machen was anderes. Und gehen wir also zum nächsten Begriff. Das war jetzt so viel erstmal zum Begriff der Funktion und wir kommen jetzt zum Begriff der Relation. Relation ist auch ein sehr zentraler Begriff. Und da geht es jetzt darum, Dinge zueinander in Beziehung zu setzen. Also ich habe eine Menge A, irgendeine Menge A. Und ich will jetzt sagen, dieses Element von A und dieses Element, die haben irgendwas miteinander.
Und dieses Element und dieses Weltelement, die haben auch was miteinander, aber das und das, die haben nichts miteinander. Also das ist Relation. Das ist jetzt natürlich wieder keine Definition, sondern das ist mal nur bestenfalls eine Motivation. Schauen wir uns an, wie die Definition im Skript steht. Die Definition ist formal, so wie sie dasteht, herzlich einfach. Die sagt, wir nehmen eine Menge A und wir wählen eine Teilmenge, so wie wir das bei den Funktionen auch gemacht haben. Bei der Funktion haben wir gesagt, Funktion soll eine Menge von Paaren sein. Menge von Paaren, in dem Fall hatten wir sogar Paare A Kreuz B, also in der ersten Komponente eventuell eine andere Grundmenge als in der zweiten Komponente. Aber jetzt haben wir in beiden Komponenten die gleiche Grundmenge und aus. Das ist es. Irgendeine Teilmenge davon nennt man Relation. Fertig. Und statt, dann ist jetzt wieder wie bei Funktionen, nimmt man dann in dem Zusammenhang eine andere Notation. Statt zu sagen, dieses Paar gehört zu der Relation, sagen wir, x steht in Relation zu y und schreiben das so, like this. Oder wenn es nicht in Relation steht, dann schreibt man das so. Okay, das sieht jetzt auch wieder etwas merkwürdig aus, aber das kennen Sie schon. Also Sie kennen Relationen, zum Beispiel kleiner gleich ist sowas. Ja? Also kleiner gleich ist eine Relation auf Z, weil kleiner gleich können Sie sich vorstellen als eine Menge von Paaren. Also wenn jemand noch nie irgendwie kleiner gleich verstanden hätte oder gesehen hätte, oder das kommt von einem anderen Planeten und weiß nicht, was das Symbol kleiner gleich bedeutet, dann könnten Sie dem helfen, zumindest im Prinzip, indem Sie sagen, kleiner gleich ist definiert als die Menge aller Paare. So, naja, und die müssten Sie halt dann aufzählen. Also zum Beispiel minus 5, minus 5, minus 5, minus 4, minus 5, minus 3. Naja, okay, und dann sind das dann ganz viele. 17, 23, minus 9, 18, sind natürlich unendlich viele. Die können Sie nur im Prinzip komplett aufzählen. Aber es ist dann eben wieder wie bei der Funktion. Es kommt nicht darauf an, dass ich irgendetwas ausrechnen kann, irgendwas bestimmen kann, sondern es kommt nur darauf an, dass es ordentlich, eindeutig festgelegt ist. Und hier könnte ich mir vorstellen, wenn das alles, ja, wenn ich eine unendlich lange Liste hinschreiben könnte, dann wäre das komplett festgelegt. Ich kann auch einen Graph machen. In dem Fall würde ein Graph so aussehen. Das ist dann jetzt nicht mehr eine Kurve wie bei einem Funktionsgraph, sondern das ist irgendwie ein Bereich. Also hier hätten wir jetzt, naja, machen wir es mit R. Naja, hier zwei Kopien von R und sagen alle Punkte, also alle Punkte XY. Für die gilt, x ist kleiner gleich y. Ja, das ist die Relation. Okay, aber welche ist das? Naja, das ist so eine Halbebene, besteht aus allen Punkten hier in diesem Bereich. Ja, also zum Beispiel hier, wo ist minus 5, minus 5 ist da, minus 5, minus 4, der ist hier, minus 5, minus 3 ist da. 17, 23, der ist ungefähr hier und so weiter. Okay, und die hier, die sind da alle nicht dabei. Das ist eine Relation. Also eine Relation, die sagt für eine Grundmenge R, welche Elemente der Menge stehen zueinander in Beziehung in einer bestimmten Weise und welche nicht. Okay, da gibt es aber jetzt noch ganz viele andere Beispiele. Da schauen wir uns ein paar an. Ja, machen wir es hier. Ist spontaner. Ein zweites Beispiel. Teilbarkeit. Also das ist auch eine Relation auf Z. Z ist die Grundmenge, A ist Z. Und wir sagen, A teilt B. Naja, und das ist jetzt auch irgendwie, das mag ich jetzt dann nicht hier mit einer unendlich langen Liste hinschreiben, sondern ich will es konkret mit endlich vielen Symbolen etwas Unendliches beschreiben. Das kann ich aber hier, ich würde einfach sagen,
A teilt B, wenn es gibt ein C, und da sehen Sie, dass Quantoren praktisch sind, es gibt ein C auch in Z, sodass A mal C gleich B ist. Okay, das ist eine Relation auf Z. Also würden wir zum Beispiel sagen, 6 teilt 18, 6 teilt 12 oder 5 teilt 15, aber zum Beispiel 3 teilt auch 15, aber zum Beispiel 9 teilt nicht 15. Ist als Teiler drin enthalten. Was haben wir noch? Oh, ja. Nehmen wir M eine Menge und A die Potenzmenge von M. Dann ist die Teilbarkeits-, nicht die Teilbarkeits-, die Teilmengenbeziehung eine Relation auf A. Ja, weil jede Menge, jedes Element von A ist eine Menge. Und zwei Mengen, da kann eine in der anderen enthalten sein oder aber auch nicht. Und abhängig davon ist das Paar Teil der Relation oder eben nicht. Also es gilt, ja, Teilmengenbeziehung, es ist eh genauso. Würde 1, 2 wäre in Relation zu 5, 2, 1, 3. Oder? Aber umgekehrt nicht. 5, 2, 1, 3 ist nicht in Relation zu 1, 2. Also da kommt es auch auf die Reihenfolge an. Noch eine. Oh ja, mit Wörtern kann man auch viele Sachen machen. Viele Beispiele für Relationen. Nehmen wir Omega gleich das Alphabet, A, B, C und so weiter. Und eine Relation auf nehmen wir, aha, da haben wir jetzt kein Symbol. Ja, machen wir vielleicht so ein Symbol. Also ich mag nicht R nehmen, das sieht so wenig nach Symbol, es sind nicht so schön nach Relation aus. Nehmen wir das hier. Sagen wir, Omega ist in Relation zu Chi, falls es gibt Sigma und Rho in Omega Stern, so dass Sigma verknüpft mit, verkettet mit Omega, verkettet mit Rho gleich Chi ist. Ja, und also hier ist wieder Gelegenheit, das Lesen von Formeln zu üben. Was sagt das jetzt? Also ich kann ja jetzt irgendwas hinschreiben, aber was sagt das jetzt? Das bedeutet, dass das Omega ein Teilwort von dem, als Teilwort, als Unterwort in dem Chi enthalten ist. Ja? Das bedeutet, ich kann das Chi kriegen, indem ich vorne und hinten irgendwas an das Omega dran klebe. Irgendwas. Es gibt irgendwas, eventuell ist das leer. Aber es gibt irgendwas, was ich vorne und hinten dran kleben kann, sodass ich das auf der anderen Seite kriege. Also zum Beispiel, BB wäre ein Unterwort von ABBA, aber ABA, das wäre kein Unterwort von ABBA. Weil da müsste ich in der Mitte irgendwas einfügen. Das steht hier aber nicht, sondern hier steht nur vorne und hinten darf man was dran kleben und dann muss das andere rauskommen. Das ist also auch eine Relation, das sagen wir die Teilwortbeziehung. Also dann, also falls Omega, falls diese Beziehung hier gilt, sagt man, Omega ist ein Teilwort. Oh, und dann kann ich aber noch andere Sachen machen. Hier haben wir kleiner gleich gehabt, kleiner gleich für die Zahlen. Es gibt auch kleiner gleich für Wörter, auch wieder mit dem Alphabet. Omega gleich A, B, C und so weiter. Und ich kann sagen, Omega
Kleiner gleich. Chi, wenn. Ja, das könnte ich jetzt auch mit Formeln aufschreiben. Das wird aber ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen länglich. Lassen Sie mich das mit Wörtern aufschreiben. Wenn Omega lexikografisch. Bevor Chi kommt. Und damit ist gemeint, dass wenn Sie die beiden Wörter in einem Lexikon suchen würden, wenn die in einem Lexikon stehen würden, dann würde das Omega vor dem Chi stehen. Ja, oder sie sind gleich. Das ist ein Grenzfall, das ist praktisch dann noch mit einzuführen, weil hier es soll ja ein kleiner gleich sein und nicht ein kleiner. Man könnte dann auch so ein Lex dran machen, dann erinnern wir uns, was wir da gemeint haben, brauchen das nicht jedes Mal dazu zu sagen. Also Beispiel wäre ABBA wäre kleiner gleich ABBC. Und das wäre dann auch wieder kleiner gleich C, B, B, C. Ja. Und das wäre dann auch kleiner gleich Z, 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 Z. Okay. Oh, das ist ja, okay. Einen habe ich noch. Wir könnten auch sagen, nehmen wir die Großbuchstaben noch dazu. X, Omega gleich AA, BB und so weiter. Und sagen wir jetzt mit Tilde. Omega ist Tilde mit Chi. Genau dann, wenn Omega und Chi sind bis auf Groß-Kleinschreibung. Groß-Kleinschreibung. Identisch. Also, wie wäre das? Also, zum Beispiel würde dann gelten, in dieser Relation würde dann gelten, A, B, B, A wäre in Relation mit A, B, B, A und das ist außerdem auch noch in Relation mit A, B, B, A und mit einigen anderen, aber nicht in Relation mit BBAA, weil da hat sich dann nicht nur Groß- und Kleinschreibung geändert, sondern auch die Reihenfolge. Die wollen wir aber beibehalten. Ich könnte noch was anderes machen. Ich könnte auch sagen, da kann man jetzt ganz viel machen, ganz viele Relationen, sagen wir mit Doppelstrich, damit wir die unterscheiden können. Omega lässt sich durch Umordnung der Buchstaben in Chi transformieren. Dann würde zum Beispiel gelten, A, B, B, A steht in Relation mit B, B, A, A und das steht dann auch in Relation mit B, A, A, B und mit einigen anderen, aber das wäre dann nicht in Relation mit A, B, B, A. Weil da kommen jetzt andere Buchstaben vor. Okay, einen habe ich noch. Nehmen wir M, die Menge aller Menschen. Und Herz, die Relation sei definiert. Durch A Herz B, genauer dann, wenn A mag B. Das ist auch eine Relation. Und ja, das ist eine Relation auf der Menge aller Menschen. Und das illustriert nochmal, es ist nicht wie bei den Funktionen, es ist nicht erforderlich, dass ich die Dinge bestimmen kann, dass ich bestimmen kann, ob zwei konkrete Instanzen, zwei konkrete Elemente der Menge
zueinander in Relation stehen oder nicht. Das ist unerheblich. Es ist nur, die betreffenden Personen müssen sich einig sein. Oder wir nehmen das mit dem Parkplatz. Dann nehmen wir dann P, die Menge der Autos, aktuell auf dem Uniparkplatz befindlichen Autos. Oh, und ja, er sagt, jetzt können wir da wieder ganz viele Sachen machen und sagen, A1 kleiner gleich A2. Falls jetzt definiere ich, ein Auto ist kleiner gleich einem anderen Auto, könnte ich zum Beispiel sagen, falls die PS-Zahl von A1, ja, dann habe ich es auf Zahlen zurückgeführt und dann nehme ich dann das kleiner gleich von Zahlen. Habe also hier jetzt das kleiner gleich von Zahlen auf ein kleiner gleich für Autos erweitert. A2. Oder ich kann sagen, A1 ist Tilde A2, wenn A1 und A2 haben dieselben Farben. Oder dieselbe Marke. Es gibt alles wieder Relationen. Es ist jedes Mal eine andere Relation. Aber Sie sehen, was den Begriff der Relation ausmacht. Es gibt eine Grundmenge, in dem Fall jetzt in dem letzten Beispiel ist es die Menge P. Und Sie haben dann für je zwei Elemente von P gilt, die sind in Relation oder sie sind nicht in Relation. Ja, das ist genau, und mehr weiß die Relation nicht. Und das ist genau wie bei einer Menge, die weiß, ob für jedes Element, für jedes Objekt, ob es ein Element ist oder nicht. Und bei einer Relation, die weiß, für je zwei Elemente von der Grundmenge, sind die in Relation oder nicht. Und es kommt dabei auf die Reihenfolge an. Es ist ein geordnetes Paar. Okay. Also ganz viele Beispiele für Relationen, damit man ein bisschen sieht, worum es geht dabei mit dem Begriff. Was soll der Begriff? Wofür ist der Begriff nützlich? Sie können sich vielleicht schon vorstellen, wo man das dann mal gebrauchen kann. Es ist genauso vielseitig und facettenreich wie der Begriff der Funktion. Wo man eben auch mit Funktionen kann man mehr machen als einfach nur Ableitungen ausrechnen oder Integrale, sondern der Funktionsbegriff ist viel breiter, so wie wir das gesehen haben, und fast ebenso breit oder sogar noch breiter ist der Begriff der Relation, der aber nicht ganz dasselbe ist wie eine Funktion. Bei einer Funktion geht es irgendwie von einer Menge in die andere und da gibt es eben für jedes x von dem einen muss es genau ein y in dem anderen geben. Und hier ist es anders. Hier kommt es auch auf andere Dinge an. Also es fühlt sich ein bisschen anders an. Es ist irgendwie so, naja, es ist halt irgendwie, es geht irgendwie mehr um Beziehungen innerhalb einer Menge, und nicht um Transformation von einer Information in eine andere Information. Aber trotzdem machen wir jetzt das gleiche Programm wie vorher. Wir haben vorher bei den Funktionen zuerst einmal allgemein festgelegt, was ist eine Funktion. Und dann mit Injektiv, Bijektiv, Surjektiv gesagt, naja, also Funktionen kann man irgendwie klassifizieren und einordnen. Es gibt die einen, die sind schöner als die anderen. Je nachdem, was man braucht, will man vielleicht eine Eigenschaft haben. Und das machen wir jetzt hier auch. Wir führen jetzt gewisse Eigenschaften ein, die eine Relation haben kann oder auch nicht haben kann. Okay? Oh, ja, okay. Oh. Okay, und fassen diese Eigenschaften dann auch gleich zu sinnvollen Einheiten zusammen. Und zwar nehmen wir eine Menge A und eine Relation auf dieser Menge und sagt, dass es sich um eine Ordnung handelt, eine Ordnungsrelation oder man sagt auch eine Halbordnung, falls diese drei Eigenschaften hier erfüllt sind. Reflexivität, und da, ja, also da müssen wir jetzt wieder Formeln lesen. Das heißt, jedes Element von A steht zu sich selbst in Beziehung.
bezüglich dieser Relation. Das ist die Reflexivität. Das zweite ist die Antisymmetrie. Das sagt, für je zwei Elemente der Grundmenge gilt, wenn das eine mit dem anderen und das andere mit dem einen in Beziehung steht, dann kann der Grund nur sein, dass es sich bei beiden um dasselbe Element gehandelt hat. Das ist die Antisymmetrie. Und die dritte Eigenschaft ist die Transitivität, die sagt, für je drei Elemente gilt, wenn das erste mit dem zweiten und das zweite mit dem dritten, dann auch das erste mit dem dritten. Okay, also das sind alles, das sind drei Gesetze. Jedes einzelne von diesen Gesetzen, die sind völlig unabhängig voneinander, diese Gesetze. Und wenn ich Ihnen eine Relation gebe, dann kann jedes dieser drei Gesetze entweder erfüllt sein oder nicht erfüllt sein. Und wenn alle drei erfüllt sind, dann sagen wir, die Ordnung ist eine Halbordnung. Entschuldigung, die Relation ist eine Halbordnung. Und eine Totalordnung ist, wenn außerdem das noch gilt, nämlich dass für je zwei Elemente entweder das eine mit dem anderen oder das andere mit dem einen oder beides, das ist natürlich auch erlaubt, aber dann sind wir in dem Fall hier. Aber es kann nicht sein, dass weder noch. So, also das sind Ordnungen. Das sind Ordnungen. Und wir haben schon eine Ordnung, die Mutter aller Ordnungen, das ist kleiner gleich. Kleiner gleich ist eine Totalordnung sogar. Und für kleiner gleich wissen wir irgendwie aus der Erfahrung oder aus früherer Bildung, dass es genau diese Eigenschaften hat. Also jedes Element ist kleiner gleich sich selbst. X ist kleiner gleich X. Das gilt für alle X. Und es gilt auch, wenn x kleiner gleich y ist und y ist kleiner gleich x, ja, dann kann die einzige Erklärung ist, dass x gleich y ist. Das ist Antisymmetrie. Und wir wissen auch, wenn x kleiner gleich y ist und y ist kleiner gleich z, dann ist x kleiner gleich z. Das ist die Transitivität. Und außerdem wissen wir, für je zwei Zahlen ist eine davon die kleinere. Das wissen wir auch. Damit ist es nicht nur eine Halbordnung, sondern eine Totalordnung. Okay, und hier sind wir, ja, ist mal aufgemalt für alle, das sind die ganzen Zahlen. Und so Relationen kann ich mir dann auch wieder so mit Pfeilen anmalen und sage, der Zweier ist in Relation mit dem Nuller, weil der Zweier ist größer gleich, na, oder der Nuller ist kleiner gleich dem Zweier. Na, muss man sich dann irgendwie festlegen, an welcher Seite die Pfeilspitze ist. Okay. Oh, aber das ist noch nicht alles. Wir haben einige andere Ordnungsrelationen schon gesehen, zum Beispiel Lex, die Lex-Ordnung auf der Menge aller Wörter. Das ist auch eine Totalordnung, weil genauso ist es ja gemacht, damit ich in einem Lexikon an jeder Stelle sagen kann, aha, ich bin jetzt an der Stelle so und so, das Wort, das ich suche, muss vorher sein. Und jetzt habe ich zu weit geblättert, es muss weiter richten und dann habe ich es ganz schnell gefunden. Es ist für je zwei Wörter klar, welches davon das kleinere ist. Und es gilt, das wäre damit wäre es eine Totalordnung. Es gelten aber auch die drei anderen Dinge, damit es überhaupt nur in Ordnung ist. Die Antisymmetrie, die sagt, also wenn das eine vor dem anderen steht und das andere vor dem einen, ja, dann stehen sie an der gleichen Stelle. Und die Transitivität ist auch erfüllt und die Reflexivität ist auch erfüllt. Ich brauch es jetzt nicht jedes Mal wieder vorzulesen. Es sind immer genau die gleichen Bedingungen. Wenn das erste mit dem zweiten und das zweite mit dem dritten, dann das erste mit dem dritten ist die Transitivität. Es wird jetzt immer so lauten für alle diese Beispiele. Es kommen noch mehr. Zum Beispiel ist Teilwort von, also das, was wir dann drüben, glaube ich, ja, so geschrieben haben. Das ist keine Totalordnung. Aber es ist eine Halbordnung, denn es ist reflexiv, es ist antisymmetrisch und es ist transitiv, aber es ist nicht total. Denn es gilt zum Beispiel, wenn ich zwei, nehmen wir mal A, B und B, A, da ist weder das erste ein Teilwort vom zweiten, noch ist das zweite ein Teilwort vom ersten. Es ist da also nicht so wie bei einer Totalordnung, dass ich für je zwei weiß, welches ist das kleinere.
Ein anderes Beispiel, ein vielleicht naheliegenderes Beispiel für eine Halbordnung, die keine Totalordnung ist, ist die Teilmengenbeziehung. Können Sie das auch haben, dass A nicht eine Teilmenge von B ist und B ist aber auch nicht eine Teilmenge von A. Ja? Und trotzdem erfüllt es die drei anderen Dinge, damit ist die Teilmengenbeziehung auch wieder eine Halbordnung, aber keine Totalordnung. Und die Teilbarkeitsbeziehung auf Z ist auch so ein Beispiel. Es ist auch eine Halbordnung, aber keine Totalordnung. Weil jede Zahl ist ein Teiler von Z. Halt, das ist jedes Jahr. Das ist jedes Jahr dasselbe. Also man muss aufpassen. Ich wundere mich jedes Jahr wieder, warum die Teilbarkeitsrelation nicht in der Liste im Skript steht. Und dann fällt es mir auch jedes Mal wieder auf. Also, wir müssen es einfach überprüfen, welches stimmt nicht. Also Totalordnung wollte ich eh nicht behaupten. Klar, wir haben 5 teilt nicht 3 und teilt nicht 5. Das heißt, das ist klar, das fällt raus. Reflexivität ist okay. 5 teilt 5 und jede andere Zahl teilt auch sich selbst. Transitivität ist auch okay. 5 teilt 10 und 10 teilt 50 und daraus folgt 5 teilt 50. Und das gilt für alle anderen Zahlen auch. Das heißt, das ist okay. Aber hier dran scheitert es, die Antisymmetrie. Denn wir haben 5 teilt minus 5 und minus 5 teilt 5. Und daraus folgt aber nicht, dass 5 gleich minus 5 ist. Das heißt, Antisymmetrie ist nicht erfüllt. Teilbarkeitsbeziehung ist deshalb nicht eine Halbordnung. Aber Vorsicht. Diese Beziehung ist keine Halbordnung. Auf Z, aber immerhin, ich kann es einschränken ich kann es einschränken auf die positiven Zahlen oder auf die nicht negative Zahlen. Eine Halbordnung auf n. Na, also wenn ich es genauso definiere wie das, nur halt mit der Grundmenge n statt z, dann haut es hin. Okay. Gut. Also Ordnungsrelationen. Also Sie sehen, Ordnungsrelationen, das hier wäre auch eine Ordnungsrelation, die Ordnung nach der PS-Zahl von den Autos auf den Parkplätzen. Das hier ist keine Ordnungsrelation. Das hier schon gar nicht. Das ist eine ganz komische Relation. Und diese Beispiele hier mit den Groß-Kleinschreibungen oder mit etwas lässt sich durch Umordnung etwas anderes überordnen, sind auch keine Halbordnungen. Das sind aber auch Relationen, die jetzt nicht komplett unstrukturiert sind, sondern die erfüllen auch einige Gesetzmäßigkeiten, für die es sich lohnt, einen eigenen Namen einzuführen. Und das machen wir jetzt genau in der nächsten Definition. Das ist nämlich jetzt der Begriff der Äquivalenzklasse. Gut, ich habe ein paar Beispiele übersprungen, weil das solche sind, die. Ja, ich habe ein Beispiel übersprungen, weil das eher Verwirrung als Klarheit stiftet. Wenn Sie wollen, können Sie es anschauen im Skript. Also, noch einmal ein Begriff von Relationen, die so oft auftreten, dass sie einen eigenen Namen verdienen. Das sind die Äquivalenzrelationen. Und eine Relation heißt Äquivalenzrelation, wieder wenn drei Dinge erfüllt sind. Und zwar die Reflexivität und die Transitivität, die wir vorher schon bei den Ordnungsrelationen hatten. Und statt der Antisymmetrie kommt jetzt die Symmetrie. Und die Symmetrie ist diese Eigenschaft. Für je zwei Elemente gilt, wenn das erste mit dem zweiten, dann auch das zweite mit dem ersten. Ja, es ist nicht das Gegenteil von der Antisymmetrie, aber es ist irgendwie etwas am anderen Ende, ein anderes Extrem, am anderen Ende des Spektrums. Und bei der Ordnungsrelation habe ich Ihnen gesagt, die Mutter aller Ordnungsrelationen war die Kleiner-Gleich-Relation auf den Zahlen. Und für Äquivalenzrelationen gibt es auch eine Mutter
sozusagen eine Relation, nach der das hier modelliert ist. Und das ist gleich. Gleich ist auch eine Relation. Ja klar, gleich ist eine Relation, die Sie immer haben. Also nehmen wir das Beispiel hier. A ist irgendeine Menge. Und dann gleich ist eine Relation. Die sieht auch ziemlich einfach aus. Also wenn man die aufmalt, hier sagen wir, da ist A, die Elemente von A. Und da jetzt nochmal die Elemente von A in der gleichen Reihenfolge, wie hier aufgespaltet und dann aufgelistet. Und dann wären diese hier so zueinander in Beziehung. A steht zu A in Beziehung, B steht zu B in Beziehung, C steht zu C in Beziehung und sonst steht aber nichts zueinander in Beziehung. Und das ist natürlich eine Relation von außerordentlicher Wichtigkeit. Fast alle Aussagen in der Mathematik sind letzten Endes Gleichungen. Ja, Sie wollen dann Gleichungen vielleicht lösen oder Sie wollen hinschreiben, dass irgendetwas gleich ist. Ja. Dann sollten wir vielleicht über gleich mal genauer reden. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich schreibe, ein halb ist gleich zwei Viertel? Das ist ja nicht, das Gleiche. Es steht auf der linken Seite steht etwas anderes als rechts, wenn Sie sich das irgendwie als Wort auffassen. Hier ein Wort, das aus drei Symbolen gebildet wird. Und ich sage dann hier auch noch ein Wort, das aus drei Symbolen gebildet wird, aber dieses Wort hier über dem Alphabet 0, 9, dieses Wort ist nicht das gleiche wie dieses Wort, weil dieses Wort hat eine Einser vorne und dieses hat einen Zweier vorne, dann kann es nicht das gleiche sein. Aber ich kann jetzt diesen Wörtern vielleicht eine Interpretation zuordnen und denen sagen, ich interpretiere die als Zahlen in einer bestimmten Weise und dann ist das eine Wort entspricht der gleichen Zahl wie das andere Wort. Aber das muss man dann dazu sagen, das ergibt sich nicht von alleine, sondern das ist kontextabhängig. Also rein als Symbolfolge ist das eine was anderes als das andere und wenn ich will, dass das das gleiche ist, dann muss ich sagen, in welchem Sinn ist das das gleiche? Und um solche sozusagen benutzerdefinierten Gleichheiten zu erklären, dafür ist der Begriff der Äquivalenzrelation gedacht. Weil da gehen Sie von einer Grundmenge aus, wo Dinge nicht gleich sind, weil Sie sie ganz präzise ja, auf Bit-Ebene komplett unterscheiden. Alles ist anders. Und dann sagen Sie ja, okay, aber in meiner Anwendung verwende ich die Bits und Bytes in einer bestimmten Bedeutung. Und bezüglich dieser Bedeutung ist diese Bitfolge, obwohl sie bitweise unterschiedlich ist, zu der gleich. Ja? Und wenn Sie sowas machen, dann haben Sie eine Relation definiert auf den Bitfolgen und dann sollten Sie tunlichst darauf achten, dass wenn Sie das Ding als eine Gleichheit interpretieren wollen, dass es sich dann um eine Äquivalenzrelation handelt. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie eher früher als später Fehler in Ihrer Software haben, nach denen Sie ganz lange suchen müssen, weil mit denen rechnen Sie nicht. Okay? Also die Gleichheitsrelation, die ist so tief in unsere Hirne eingebrannt, dass wir da automatisch Reflexivität, Symmetrie und Transitivität annehmen und merken das gar nicht mehr. Und deshalb haben die sich hier rauskristallisiert als die Eigenschaften, die wir fordern wollen in der Definition der, naja gut, es heißt halt dann Äquivalenzrelation. Aber übersetzen Sie das auf Deutsch als benutzerdefinierte oder kontextabhängige Gleichheit oder, ja, oder abgeschwächte Gleichheit. Okay, also ja, also die Gleichheitsrelation erfüllt das natürlich. Jedes x ist gleich mit sich selbst. Das ist ja gerade das, was die Gleichheit ausmacht. Außerdem weiß ich, wenn x gleich y ist, dann ist y gleich x. Ich kann eine Gleichung rumdrehen. Ja, das ist auch was Sie schon sehr oft gemacht haben. Und Sie können auch verwenden, das ist das Gleichsetzungsprinzip, wenn Sie x gleich y haben und y gleich z,
Dann folgt daraus, x ist gleich z. Also das ist was, was Sie von der Gleichheit ganz lange schon gewohnt sind und anwenden, ohne groß darüber nachzudenken. Und Sie sehen auch hier wieder, ich weise aber nochmal darauf hin, es ist nicht irgendetwas, was mit Zahlen zu tun hat. Also hier steht, sei a eine Menge, und da steht nicht, sei a eine Teilmenge von r, sondern es geht jetzt wieder mit irgendwelchen Dingen, mit denen wir spielen können. Zum Beispiel mit so geometrischen Figuren. Da könnte ich Sie auch fragen, wie ist denn das? Diese geometrischen Figuren, wie viele Figuren sehen Sie da und wie viele davon sind gleich? Ja, also das kommt halt jetzt drauf an, auf was ich gucke. Also zum Beispiel der hier und der hier. Die sind in gewissem Sinn gleich, aber dann doch auch wieder nicht. Also sind gleich, weil sie die gleiche Form haben und die gleiche Größe, aber sie haben nicht die gleiche Farbe. Und ja, kommt es jetzt darauf an? Ja, weiß ich nicht, das hängt davon ab. Also das kann ich so oder so sehen. Also ich könnte sagen, diese beiden hier sind gleich, weil sie. Aber der ist ein anderer, weil die beiden auch die gleiche Farbe haben und das ist mir irgendwie wichtig, dass die Farbe eine Rolle spielt. Es kann aber auch sein, dass ich in einer Situation bin, wo es mir nur auf die Form ankommt, und dann würde ich eine andere Äquivalenzrelation auf dieser Menge der geometrischen Figuren wählen, bei der das und das auch noch in Beziehung zueinander stehen und eventuell der hier auch, obwohl der noch ein bisschen größer ist. Das ist dann wieder die Frage, spielt die Größe eine Rolle, ja oder nein? Da sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. All diese Sachen sind Äquivalenzrelationen. Überprüfen wir dann mal, ob das eine Äquivalenzrelation ist. Wenn wir sagen, wir geben mal die wir als gleich betrachten, sagen wir schauen mal nur auf die Form, die geben wir alle zueinander, alle die hier. Und da ist ja der ist ja jetzt noch ganz fies umgedreht. Da kann man auch wieder diskutieren, wollen wir den als gleich oder nicht. So. Aber machen wir mal nicht zu schlimm. Es kommt ja jetzt dann nur aufs Prinzip an. Hab der jetzt die Symbole sortiert nach so Gruppen. Und wenn ich sage, wenn mein Prinzip ist, es kommt auf die Zahl der Ecken an, meine Äquivalenzrelation ist zwei. Figuren sind dann gleich, wenn sie die gleiche Anzahl von Ecken haben. Dann sind alle die hier zueinander in Beziehung, ja, dann, und alle die hier zueinander, aber keins von denen mit einem von denen, und alle die hier zueinander, aber auch keins von denen mit einem von denen oder einem von denen. Und jetzt können wir überprüfen, wenn die Aufgabe jetzt bedeutet, ja, die Aufgabe lautet, untersuchen Sie, ob es sich dabei um eine Äquivalenzrelation handelt. Was würden Sie dann machen? Naja, dann würden wir Reflexivität, Symmetrie und Transitivität überprüfen. So, Reflexivität, wenn es heißt, Reflexivität würde bedeuten, jedes Objekt hat die gleiche Anzahl von Ecken wie es selbst. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Symmetrie, wenn ein Objekt die gleiche Anzahl von Ecken hat wie ein anderes, ja, dann hat dieses andere aber auch die gleiche Anzahl von Ecken wie das erste, weil die sind einfach gleich. Also weil ich das bei Gleichheit vertauschen kann, kann ich es dann auch bei den Objekten vertauschen. Und drittens, Transitivität, wenn ich drei Objekte habe und das erste hat die gleiche Anzahl von Ecken wie das zweite und das zweite hat die gleiche Anzahl von Ecken wie das dritte, dann muss natürlich auch das erste die gleiche Anzahl von Ecken haben wie das dritte. Da komme ich ja gar nicht aus. Und damit haben wir dann eine Äquivalenzrelation. Und wenn ich jetzt sage, kurz vor Schluss, es interessiert mich nicht die Form, sondern es interessiert mich die Farbe, dann würde ich die so hier anordnen, und habe dann auch wieder, die hier sind alle zueinander in Beziehung, die hier sind zueinander in Beziehung und die sind zueinander in Beziehung, aber jeweils nicht, quer über einer Gruppe. Und trotzdem ist es wieder eine Äquivalenzrelation. Aber eine andere. Es ist eine andere Äquivalenzrelation,
Trotzdem, es ist eine Äquivalenzrelation, denn natürlich hat jedes Objekt die gleiche Farbe wie es selbst. Und wenn ich zwei Objekte habe, wo das erste die gleiche Farbe hat wie das zweite, dann hat natürlich das zweite auch die gleiche Farbe wie das erste. Und wenn ich drei Objekte habe und das erste hat die gleiche Farbe wie das zweite und das zweite hat die gleiche Farbe wie das dritte, natürlich hat dann auch das erste die gleiche Farbe wie das dritte. Das ist also alles, was Sie überprüfen müssen, wenn die Aufgabe lautet, zeigen Sie oder untersuchen Sie, ob es sich um eine Äquivalenzrelation handelt. Ja, und leider ist jetzt schon wieder die Zeit aus. Das macht aber nichts. Es gibt ja noch eine vierte Vorlesung, und da werde ich Ihnen dann noch etwas mehr über Äquivalenzrelationen sagen. Bis dahin, machen Sie es gut.